Moin Leute. Okay, ich sehe mich gerade selber in der Kamera. Ein wichtiger Hinweis vorab. Ich glaube, das ist Video Nummer 3, was ich jetzt im gleichen Pulli drehe. Es wird auch noch Video Nummer 4 geben. Liegt daran, ich drehe die ganzen Videos gerade an einem Morgen. Ab 5 Uhr, während mein Sohn und Mann da drüben in dem Zimmer schläft und meine Kleider lagern. Also von dem her, that's the reason why I have the same Pulli every day an. An diesem schönen Gelb, auch noch so unauffällig, dass es keiner bemerkt. Genau, darum soll es jetzt nicht primär gehen. In dem Video primär soll es darum gehen, wie ihr aus alten, in der Tat unfassbar leckeren Weinflaschen, obwohl die nehme ich glaube ich gar nicht, aber die steht zufällig jetzt nicht so bei mir, warum auch immer, alten Fassdauben, also aus dem alten Fass, die einzelnen Teile. Bitte, wenn ihr irgendwo alte Fässer herbekommt, nehmt immer alte Fässer mit, da kann man so viel geile Sachen draus machen. Jute-Seil und schönen, habe ich glaube ich hier, Edison Glühbirnen, eine richtig, richtig geile Herbst-Wein-Flaschenlampe bauen könnt. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Boah, für alle, die am Montag, ich glaube 3. Oktober oder 5. Oktober war es, glaube ich, Kaffee oder Tee auf SWR gesehen haben, die kennen die Lampe leider schon fertig. Oder was heißt leider? Alle anderen kennen die Lampe noch nicht. Den möchte ich das jetzt zeigen. Genau, also das Wichtigste erstmal ist Weinflaschen sammeln. Ich habe jetzt verschiedene Weinflaschen genommen. Und zwar einmal ein bisschen hellere, ein bisschen dunklere Flaschen mit langem Hals. Die werde ich als Lampenschirm oder die habe ich als Lampenschirm verwendet. Dafür geht es erstmal darum, Etikett wegzumachen. Da gibt es zigtausend Tricks, wie man das machen kann auf YouTube. Ich habe alle angeschaut, ich fand alle nicht wirklich gut. Das Einfachste ist, es komplett über Nacht im Wasserbad stehen zu lassen. Dazu, wie man die aber wirklich sauber wegmacht und wie man die Flasche schneidet, ziemlich sauber, habe ich ein extra Video gemacht. Ich stelle es nur ganz kurz da, hier, damit das Video hier nicht so lange wird, habe ich alles so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Videos. Wie gesagt, ins Wasserbad stellen, mit dem Messer abkratzen, einen Schwamm sauber machen. Und das ist so ein Flaschen-Glasschneidegerät. Die sind wirklich genial, verlinke ich unten, sind günstig, habe ich seit über 2 Jahren. Du setzt einfach die Flasche auf und warte, ihr hört es gleich. Ah ne, das ist, ihr hört es gleich und nichts zu hören, hier. Genau, macht man so leichte Kratzer damit rein, dreht ihr einmal sauber durch, gucken, damit das nicht irgendwie sich verbiegt oder sonst was, dass der Schnitt einmal sauber ist. Dann heißes Wasser, kaltes Wasser oder Bunsenbrenner und kaltes Wasser stellen, bis es einmal sauber bricht. So bekommt ihr die Flaschen auseinander. Das Video ist, glaube ich, letzte Woche online gekommen. Ihr werdet sehen, ich habe immer wieder so Fails drin, dass solche Kanten reinkommen, die man dann eigentlich kaum mehr verwenden kann, die Flaschen. Also bitte schaut euch das Video an. Wenn ihr Tipps habt, wie man das besser machen kann, bitte schreibt mir drunter in die Kommentare. Die Hälfte der Flaschen oder ein bisschen weniger funktioniert sauber. Die Kanten werden dann mit einem Schleifstein so ein bisschen geschliffen, mit Nassschmirgelpapier nochmal glatt gemacht. Und letztendlich habe ich mir jetzt einen Style für meine Lampe überlegt, die hier unten nochmal so einen Faden hat. So, Pinsel nochmal geholt. Auch hier extra Video dazu, wie man richtig sauber, ausführlich beklebt mit Bastelkleber. Ich kann diesen Bastelkleber wärmstens empfehlen, mega geil. Der ist jetzt so weiß und ich verrate es euch jetzt schon, trocknet aber transparent auf. Das sieht dann richtig, richtig geil aus. Ich sage das auch in einem anderen Video, diese Kirchenfensterstruktur oder wie auch immer. Ich finde das richtig, richtig, richtig schön. Die Blätter halten mega fest dran. Dazu und wie man die Blätter mit einem DIY-Heimwerker-Trick so wunderschön platt bekommt. Wie gesagt, in dem Video zum Bekleben von Glas. Hier steht es ein bisschen ab. Kann man wieder festdrücken. Das finde ich saugeil an dem Kleber. Könnt euch euer Muster überlegen, wie ihr es gerne habt, wie ihr es schön findet. Wie gesagt, ich habe hier von dieser Jute-Schnur, die ich auch verlinken werde. Ich finde es eine wunderschöne Schnur. Habe ich hier oben so das Thema, weil die Lampe, seht ihr nachher, durch ein Kabel hier reingeführt wird. Ich verrate es euch hier schon mal, was auch aus Jute-Seil besteht. Und das sieht doch dann einfach unfassbar geil aus, wenn das so ineinander übergeht. Dann hier die Blätter schön sauber draufkleben, über Nacht trocknen lassen oder ein paar Stunden trocknen lassen. Und hier unten, wie gesagt, damit der Rand, der hier auch leicht gebrochen ist an manchen Stellen, dass man das nicht so gut sieht, als Abschluss das nochmal festgemacht. Ich finde es sehr, sehr hübsch. So, das ist so die Vorbereitung von den Lampenschirmen. Wie gesagt, die Fassdaube
habe ich einfach genommen, habe die mit so einer Bürste, habe ich mit Alex auch nochmal zusammen gemacht, altes Holz, wo man altes Holz schön reinigt, wenn man die Struktur rausbekommt und sowas. Es gibt so verschiedene, ich glaube Nylon- oder Kratzaufsätze für die Bohrmaschine. Damit einfach einmal schön sauber gebürstetes Holz. Ich zeige euch mal hier die vorbereitete, gebürstete Version. Ja, das ist schon richtig. Das ist einfach so schönes Holz. Und jetzt kriegst du was, was ich für ein altes Fass, zahlst halt ein paar 20, 30 Euro und hast, keine Ahnung, 20, 30 von solchen wunderschönen Fassdauben. Du kannst so viele schöne Sachen machen. Zeige ich euch noch für Weihnachten und so weiter. Ja, das ist wirklich richtig, richtig schön. So, hier habe ich jetzt hier oben ja, so eine Box festgeschraubt einfach, wo ich die Kabel nachher drin verstecken will. Habe vier Löcher reingeschraubt, wo ich die Kabel nachher durchführen möchte. Hänge das Ganze dann so auf. Hier kommen diese Weinflaschen runter. Ich finde das auch einfach geil. Alles in einem Thema. Alles das Thema Wein. Am liebsten hätte ich eigentlich Weinblätter genommen. Die Blätter, die ich jetzt hier genommen habe, um die Flaschen zu bekleben, das ist japanischer Fächerahorn, glaube ich, waren derzeit leider die einzigen Blätter, die richtig schöne rote Farbe hatten. Und ich wollte so diese Herbstfarben einfach haben. Thematisch geiler wäre es eigentlich gewesen, wahrscheinlich das Ganze mit Weinblättern zu machen, wie ich finde. So, dann ein wichtiger Hinweis. Also, welche Kabel, welche Fassung ihr darunter hängt, ist eurer Kreativität mal wieder jeglichen Freiraum gelassen. Ich habe selber Fassungen mir gekauft. Es gibt schon ganz oft fertige Fassungen mit richtig schönen Kabeln dran. In Rot, so dicke rote Kabel, finde ich echt richtig cool. Das finde ich halt so in Natur, das passt richtig gut zu dem Thema jetzt. Das Problem ist, sorry, darauf müsst ihr achten, wenn ihr das kauft bei Amazon, oder sonst irgendwo, dass die CE-zertifiziert sind. Viele Sachen sind nicht zertifiziert, dürfen eigentlich in Europa nicht verkauft werden, sind dann halt in China oder sonst irgendwas. Amazon vertreibt die sozusagen nur, deswegen kannst du die da trotzdem bekommen. Achtet darauf, ich zeige es euch mal hier auf der Fassung. Genau, wie man die richtig sauber anschließt dazu, weil es einfach Elektrik ist, auch ein extra Video. Das kommt wahrscheinlich nächste Woche oder sowas. Und hier, warte mal. Wo steht's? Hier steht es zum Beispiel außen drauf. Ich glaube, fast auf jedem Bauteil steht es drauf, dass es zertifiziert ist. Hier drinnen steht es auch nochmal, wo die Kabel verbunden werden, direkt CE drauf. Also da wirklich drauf achten. Ihr könnt fertige Fassungen kaufen, aber ganz ehrlich, ich glaube, eine fertige, mit so einem schönen Kabel, sowas kostet bestimmt 10, 15 Euro. Ich glaube, die ganze Box hier mit 6 Teilen hat vielleicht 6 Euro gekostet. Das Kabel, ich muss nochmal gucken, verlinke ich wie gesagt auch euch unten, hat auch nochmal ein paar Euro gekostet. Also du sparst ja schon unglaublich viel Geld und eigentlich finde ich es auch cool. Genau, nachher sowas selber zu machen. Was ein ganz wichtiger Hinweis ist, ich gebe den hier nochmal, ihr müsst immer darauf achten, dass das Kabel nachher mit Zugentlastung arbeitet. Das heißt, die Flasche oder das Gewicht vom Lampenschirm darf niemals auf der Fassung sitzen. Hier, deswegen habe ich hier immer so Panzertape drunter gemacht. Du hast so eine Quetschschraube im Grunde genommen, die befestigt es dann direkt an dem Kabel dran. Das heißt, es hängt nicht nachher auf der Fassung drauf, sondern die Fassung hängt direkt an dem Kabel und nicht an den Litzen, die in der Fassung drin sind. Ich hoffe, ich bin verständlich, sonst schreibt mir drunter und ich erkläre es euch gerne nochmal. Das ist wirklich wichtig, weil die Gefahr ist, wenn es rausrutscht, dann würden die Drähte freiliegen, dann könnten sie gegebenenfalls die Fassung unter Strom setzen. Da ist es immer mit Erdung und Nicht-Erdung. Die kannst du nicht unter Strom setzen, weil die aus Plastik oder Kobalt ist, das glaube ich, ist. Ansonsten müsste man eine Erdung anbringen. Aber wie gesagt, das Ganze ausführlich in einem anderen Video. Gott, rede ich schnell. Tut mir leid. Okay, jetzt seht ihr, dass ich Jogginghose trage. Aber wie gesagt, es ist Sonntag, 6 Uhr in der Früh. Da darf man auch Jogginghose tragen. So, das sind meine vier Flaschen, die ich habe. Ja, genau, das sind diese, weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wunderschöne. Das ist auch das, wo ich wirklich Geld ausgegeben habe für. Hier kostet eine, ich glaube auch fast 15 Euro. LED Edison Glühbirnen. Die sind schon, das ist einfach schon richtig, das ist richtig hübsch. Ich zeige es euch nachher, wie dieser Glühdraht in LED, also alles im Edison-Style nachher leuchtet. Das sieht schon richtig hübsch aus. Das kann man einfach hier eindrehen in die Fassung. So. Ich versuche es euch einmal im Schnelldurchlauf zu erklären. Diese Vago-Lüster-Klemmen sind einfach, Vago-Klemmen, Kippklemme mit so Schaltern oben, sind auch echt nicht günstig, aber genial. Da kannst du ganz einfach 5 Kabel drinnen mit verbinden. In eine kommt die Phase rein, in die andere kommt der Nullleiter rein. Genau,
Das heißt, alle vier Lampen kommen eins rein und der Strom von der Deckenlampe oder wenn man es an den Lichtschalter machen will. Genau. Und das wird dann alles hier drin in diese Box versteckt. Das ist so ein bisschen der Plan. Jetzt nehmen wir hier mal Lampe Nummer 1. Fädeln die einfach hier durch. So. Wie gesagt, diese ganzen Vertratungssachen, wenn ihr euch damit nicht auskennt, lasst das von einem Elektriker nochmal überprüfen. Beziehungsweise zu jedem einzelnen Schritt habe ich nochmal ein extra Video gemacht, wo ich das Schritt für Schritt zeige, um euch einfach ein kleines Verständnis dafür zu geben oder euch dran zu erinnern, wenn ihr es schon mal gewusst habt. Jetzt friemel ich das hier einmal durch. Das ist tatsächlich alles so ein bisschen Friemelarbeit mit diesen dicken Kabeln, aber es geht eigentlich. Nummer 2, ich stelle die Kamera kurz mal auf die andere Seite, dann könnt ihr mich richtig besser zuschauen. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt von hinten sehen können. Ich hoffe, ich hatte die Kamera scharf gestellt. Jetzt mache ich weiter hier mit der Verbindung. Vago-Klemme 1, Vago-Klemme 2. Wie gesagt, in eine kommt die komplette Phase, in die andere die komplette Nullleiter rein. So, die einzigen, die jetzt nach oben sind, die zwei Hebel, da kommt nachher das Deckenkabel rein. Jetzt ziehen wir das alles schön sauber nach unten fest. Ihr seht, das ist richtig schön drin alles. So. Jetzt gehe ich gleich an den Deckenanschluss. Hänge das Ganze einmal schön sauber auf, warte noch, bis das hier fertig getrocknet ist. Genau, drehe dann alles an und mache dann richtig schöne letzte Bilder von dem ganzen Ergebnis. Ich hoffe, das sieht so nice aus, wie ich es mir jetzt vorstelle. Ich hebe es einmal kurz hoch, dann seht ihr das. Genau, so viel vielleicht zu dem Projekt hier, was ich geil finde. Man kann das jeder Jahreszeit anpassen. Du musst einfach nur die Lampenschirme, und du hast für jede Jahreszeit einen exzellenten Lampenschirm. Vielleicht für Weihnachten oder sowas mit 1, 2, 3, 4, für Advent oder so, keine Ahnung. Und kannst jedes Mal individuell deine Lampe so gestalten, wie deine Stimmung gerade ist. Genau. Also ich freue mich extrem, wenn ihr mir drunter schreibt, ob euch das Projekt gefallen hat, ob ihr irgendwelche Tipps, Verbesserungsvorschläge habt, Ideen, Inspirationen, was ihr als nächstes machen kann, mache ich alles gerne. Genau, in dem Sinne, genießt die letzten schönen Bilder, hoffentlich nicht die letzten, aber die schönen Bilder, die ich jetzt noch machen werde. Euch allen eine schöne Herbstzeit, genau, bis zum nächsten Mal.